Hallihallo! Heute lernen wir Spiral Raps und die sehen so aus. Ja. Dafür ist halt wichtig, dass die Poi sich ins Bittern drehen und wenn die ins Zentern drehen, sieht das nicht so schick aus, wie wenn die ins Bittern drehen. Dass die Ebenen so ein bisschen schräg zum Körper sind. Das ist jetzt übertrieben, aber dann sieht man den Punkt. Das Ganze geht auch über den Körper. Die, was ich noch vergessen habe, das Kopf voll cool, wenn man sich dabei rumdreht und einbringt. Das hilft auch im Start total, sich, dass sie sich gescheit einbringt. Ja, was ist noch wichtig? Der Punkt, wenn die Poi eingedreht sind, sieht man, seht ihr schon, ich drehe die Hand dabei so ein bisschen ein, dass man genug Schwung zum Rücktritt kriegt. Dabei drehen die Hände wieder raus. Um den ganzen Poi noch mehr Schwung zu geben, kann man die Hände dann noch auseinanderziehen. Auch hier oben geht das. Schwung. Dass sie sich auch schön wieder ins Bild teilen und rausdrehen. Es gibt Variationen, das heißt, man kann die Hände so übereinander oder die Hände so übereinander oder das am Handgelenk machen. Das ist so ein bisschen Präferenz. Ich profiliere das so, aber mit, ist nicht so wichtig. Ja, das war's eigentlich. Viel Spaß beim Üben. Nicht vergessen, immer rechts.